Hey, denkst du immer noch dran? Woran denn sonst? Ich sehe es die ganze Zeit vor mir. Wie es lacht und wie es mit mir spielen will. Florian, bitte. Hey, nicht weinen. Im Sommer hätten wir zusammen gezeltet und im Winter hätten wir im Garten einen Schneemann gebaut. Quäl dich doch nicht so. Ich kann immer nicht anders. Ich kann doch nicht einfach so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Das musst du aber. Je eher, desto besser. Ich muss es ja auch. Ich habe heute die ganzen Babysachen zusammengepackt und in eine Tüte gesteckt. Und jetzt glaubst du, du kannst es ganz einfacher vergessen, oder was? Immerhin ist es ein Anfang. Toller Anfang. Besser als dauernd an die Decke zu stehen. Versuch doch mal an was Schönes zu denken. Das kann ich nicht. Mach die Augen zu und konzentrier dich. Und was siehst du? Ich sehe es. Es streckt mir seine Händchen nach mir aus. Florian, bitte hör auf, sonst muss ich auch gleich anfangen zu weinen. Alles ist in Ordnung. Wein ruhig. Danach wird es dir besser gehen. Wovon sprichst du denn überhaupt? Wie verdammt nochmal soll es mir denn besser gehen? Mir geht die ganze Scheiße nicht aus dem Kopf. Vielleicht, wenn du wieder mehr an uns denkst. Florian, wir zwei bleiben zusammen, egal was kommt. Und irgendwann werden wir auch wieder ein Baby kriegen, ganz bestimmt. Was hilft mir denn irgendwann? Ich wollte dieses Baby und ich werde es auch nie vergessen können. Wo ist es jetzt überhaupt? Was haben sie mit ihm gemacht? Haben sie es beerdigt? Ich kann das Bild nicht mehr sehen. Die ganzen Sachen müssen auch weg. Ich halte es nicht mehr aus. Florian, jetzt leg dich wieder hin. Ich mach das schon. Alles wird wieder gut. Geht's dir schon wieder besser? Das Computer blöd machen, das habe ich ja schon gewusst, aber dass sie auch noch taub machen, ist mir wirklich neu. Was? Nichts. Was hast du gesagt? Nicht so wichtig. Um dich zu trösten, war ich dir anscheinend gut genug. Sag mal, was willst du denn? Du hast doch gesagt, ich soll mich ablenken. Ja, aber nicht so. Ich bin schließlich auch noch da und ich habe keine Lust, den ganzen Tag hier rumzusitzen und dir zuzuschauen, wie du ein Spiel nach dem anderen verlierst. Okay, was schlägst du dann vor? Ich will mal raus hier, was unternehmen. Hier, genau das Richtige für dich und Lena. Das sind super Plätze. Du verstehst wirklich gar nichts, oder? Was verstehe ich nicht? Willst du die Karten nicht? Ich brauche deine blöden Karten nicht. Was hast du gegen die Karten? Gegen die Karten nichts, aber... Was ist denn jetzt schon wieder los? Auf die Idee, dass ich vielleicht mal was mit dir zusammen machen möchte, kommst du nicht. Ich würde nämlich auch gerne mal irgendwas machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ach, auf einmal. Was auf einmal? Vorhin hast du noch so getan, als ob dir das mit dem Baby alles überhaupt nichts ausmachen würde. Kannst du dir denn nicht vorstellen, warum ich so getan habe? Nein. Hast du ja noch weniger kapiert, als ich gedacht habe. Anna, setz du dich bitte einen Augenblick zu uns. Ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust. Florian! Was ist? Kommst du bitte mal? Was ist? Wir haben was zu besprechen.